Es wird auf jeden Fall anstrengender als die Hintour, weil es geht bergauf. Endlich mal ein paar Höhenmeter. Wenn ich nächstes Jahr hoffentlich den Jakobsweg fahre, das ist dann pro Strecke 2500 Kilometer und um was bei 30.000 Höhenmeter. Da freue ich mich schon drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Oh yeah, wir machen mal ein bisschen schräg. Dann könnt ihr jetzt auch mal den Kopf ein bisschen schräg halten. Und von da hinten irgendwo bin ich gekommen. Glaube ich. Oh, ich brauche auf jeden Fall einen Selbstbildstock. Und eine ordentliche Kamera. Eine kleine Actioncam oder sowas. Vor allem, oder so eine 360-Grad-Kamera. Das wäre natürlich auch genial. Die kann ich ans Fahrrad dran knallen. Und dann könnt ihr während der Fahrt, könnt ihr gucken, was hinter mir, vor mir, rechts, links passiert. Was ich nicht sehe, seht ihr dann. Das wäre natürlich auch genial. Oder habt ihr noch Alternativen? Also was auf jeden Fall bei mir noch passieren wird, irgendwann, wenn es ja finanziell stemmbar ist für mich, eine analoge Spiegelreflexkamera. Ich habe mich schon mal so ein bisschen umgeschaut und ich hatte mal jemanden gefragt und der hat mir ein paar Vorschläge gemacht und so. Die mir am meisten zusagt, ist die Canon AE1 Programm, I don't know. Holunderbeeren. Und die hat nämlich schon einen automatischen Belichtungsmesser. Und das würde natürlich mir viel Arbeit abnehmen. Vor allem, weil ich halt auch Anfänger in dem Bereich bin. Und ich mag es halt, Fotos zu machen. Und ja, den Moment festzuhalten. Was eigentlich auch nicht eigentlich, was er an Foto machen soll. Den Moment festhalten. Und nicht irgendwie den noch digital nachbearbeiten. Das Einzige, wo man es dann nachbearbeiten kann, ist dann halt natürlich bei der Entwicklung. Ja. Aua. Ah. Schotter. Oh, Scheiße. Hört ihr das? Dieses Knallen? Das ist jedes Mal, wenn die Kette überspringt. Und ich bin in der 9. Welle oder 8. Welle bin ich. Das wird noch richtig nervig. Naja, wir machen das Beste draus. Ich mache das Beste draus. Ihr drückt mir einfach von zu Hause aus die Daumen. Oder ihr schickt mir einfach mal jetzt so, geht mal zurück in die Vergangenheit und schickt mir mal ein neues Kettenblatt. Vorne und hinten und eine neue Kette. Und ein neues Fahrrad. Nee, braucht er nicht. Ich muss erstmal noch weiter radeln. Ich bin jetzt gerade mal bei 37 Kilometer. Und es ist Uhrzeit. Es ist irgendwas gegen Nachmittag. Also ich versuche heute noch auf die 120 zu kommen. Dadurch, dass Mittwoch ist. Und der Rest ist ja dann nur noch. Also ich habe vorhin geguckt, es sind nur noch, in Anführungsstrichen, 250 Kilometer. Das geht eigentlich, wenn ich heute noch die 100 Kilometer voll mache, dann sind es morgen zum Donnerstag. Ne, warte mal, was ist heute, Mittwoch oder Donnerstag? Ich weiß es gar nicht. Donnerstag? Wenn ich heute 100 mache, morgen auf dem Freitag auch nochmal 100. Und bin ich am Samstag bei 50 Kilometern. Also könnte ich mir theoretisch noch ein bisschen Zeit lassen. Oder ich lasse mir heute und morgen Zeit und baller dann am Freitag. Übelst. Wie gesagt, am Samstag. Ach Quatsch. Ey, völlig verwirrt. Ich lasse mir heute. Das hört man nie auf Videos, wenn es berghoch geht. Das Röcheln wie eine Dampflok. Schut, schut. Das ist das Dünnschiss, ey. Ich lasse mir heute und morgen Zeit und baller dann am Samstag. Ich muss am Samstag bis 20 Uhr an der Nordwand sein. Im Kletterpark Boulderhalle. Nordwand.
So, mein Arm wird langsam schwer. Ihr seht schon, das Rumgewackel ist wahrscheinlich echt nervig. Ich muss mal gucken, ob ich das mit einem Videobearbeitungsprogramm rausmache, dass es ein bisschen stabiler läuft, nicht, dass ihr einen Kotzkampf kriegt. Weil es hat doch ganz schön, wie sagt man, Motion Sickness. Also Bewegungs... Motion Sickness. Übersetzt. Motion ist ja Bewegung. Emotion ist Emotion. 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 Egal. Bewegungsübelkeit. Keine Ahnung. Wie sagt man, wenn man auf dem Boot ist? Seekrank. Seeübelkeit. Bewegungsübelkrankheit. Krank. Ach, was weiß ich. Hier, hört nicht auf mein Gelaber. Macht's lautlos und guckt einfach nur die Videos. Das Video. Vielleicht mache ich zwei Teile. Je nachdem, was da zusammenkommt. Ich glaube, es werden schon 1,5 bis 2 Stunden werden. Das ist für ein Video ganz schön viel. So, ich muss gucken, wo ich lang muss.